Die Zugspitze des Wettersteingebirges ist mit 2962 Metern über Normalnull der höchste Gipfel Deutschlands. Im Hintergrund sehen wir den nördlichen Schneeferner, den zweitgrößten Gletscher Deutschlands, mit einer Höhe von ca. 2630 Metern. Bereits in diesen unwirklichen Höhen finden sich die ersten Spuren von Vegetation. In den höchsten Lagen der Zugspitze haben wir direkt angrenzend an den Gletscher das kleine Rispengras, das Alpenhornkraut, den blattlosen Steinbrech, den Alpenmohn und rundblättriges Teschelkraut gefunden. Meist handelt es sich dabei um zerstreut vorkommende Individuen ohne Vergesellschaftung. In den höchsten Lagen der Zugspitze rund um den Gletscher wird die Vegetation vorwiegend durch Schneeakkumulation und Abschmelzen sowie Sublimation geprägt. Der Untergrund besteht aus häufig bewegten kalkhaltigen Schutt- und Felsfluren, in denen Wasser unmittelbar versickert. Zusätzlich ist die Luftfeuchtigkeit durch die vorherrschende Kälte extrem niedrig, was zu einer starken Wasserarmut führt. Die niviale Stufe ist daher insgesamt ein sehr lebensfeindliches Gebiet, was einen hohen Grad an Spezialisierung erfordert. Die Vegetation besteht daher aus unregelmäßig vorkommender Schneeflora, vorwiegend an sehr geschützten Standorten. Bei dem gesamten Wettersteingebirge handelt es sich um ein Karstgebiet, was vorwiegend aus Wettersteinkalk aus der Trias besteht. Im Gebiet des Zugspitzplatz finden wir karsttypische Formationen wie die Einsturzdoline und Rillenkarren. Kältebedingt ist die Vegetationsperiode in den höheren Lagen extrem verkürzt. Pflanzen müssen daher die zur Fortpflanzung nötigen Vorgänge in sehr kurzer Zeit umsetzen. In der subnivialen Stufe finden wir einige Pionierrasen. Kleine, unregelmäßige Rasenflächen aus Phanerogamen mit einer Größe von 1 bis 2 Quadratmetern. Typisch sind hierfür alpine Krummsägenrasen und andere Urwiesen. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass die Besiedlung der Arten stabil ist. Es handelt sich also nicht um eine Sukzession, sondern um ein Endstadium. Mit abnehmender Höhe steigen die Artenzahlen erheblich. Nichtsdestotrotz handelt es sich auch in der hochalpinen und alpinen Stufe um Extremstandorte für Pflanzen. Wassermangel, bewegter Untergrund und ein Mangel an Feinerde sind weiterhin große Probleme für die Vegetation. Pflanzen benötigen daher eine starke Anpassung, entweder starke Wurzeln oder eine gut ausgeprägte Regeneration. Auf dieser Abbildung sind einmal einige Arten der Schuttanpassungen vorgezeigt. Eine häufig vorkommende Art der höheren Stufen ist der weiße Silberwurz, Dryos octopetala, der auch in den zirkumpolaren Regionen verbreitet ist. Hier sehen wir ein großes Polster von Frauenmantel in Vergesellschaftung mit Herzblatt und der Zwerglockenblume. Hier kann man bereits von einer Verfestigung der Schutthalde sprechen. Die Schuttbewegung an dieser Stelle stagniert. Vor allem in geschützten Standorten der subnivialen Stufe finden wir schwarzrandige Schafgarbe, Zwerglockenblume, grünstieliger Streifenfarn, dunkler Mauerpfeffer, Alpensteinquendel und die Gemskresse.
Sie haben sich neben größeren Steinfelsen und in mit Feinsubstrat gefüllten Rillen angesiedelt. Hier sehen wir eine Legföhre, einen Baum, den wir aus tieferen Lagen auch aufrecht stehend als Bergkiefer oder Pinus mugo kennen. Als Anpassung an die extremen Höhenbedingungen wie eine hohe Schneelast, Wind und Kälte liegt dieser Baum nun nieder. Auf der Zugspitze liegt sie vor allem in Vergesellschaftung mit der rostblättrigen Alpenrose vor. Neben verbreiteteren Arten wie dem Herzblatt findet man im Schutz der niederliegenden Bäume auch seltenere Arten wie die echte Mondraute, Botrichium lunaria. Hier sehen wir schön den niederliegenden Wuchs der Legföhren. Da die Bergkiefer durch die extremen Bedingungen in ihrem Wachstum gehemmt sind, sind bereits kleine Bäume häufig von einem hohen Alter. Im Schutz der Legföhren haben sich sogar ein paar Ameisen einen kleinen Hügel gebaut. Eine weitere Besonderheit der Zugspitze ist das Vorkommen der sogenannten Bärlappe oder Lycopodium. Beim Überschreiten der Schuttkegel sieht man schön, wie instabil die Hänge ohne stabilisierende Vegetation sind. Für Pflanzen ist das ein sehr schwieriges Terrain. Auf diesem Schuttkegel konnte sich sogar ein von Moosen bewachsener Bergahorn etablieren. Dies ist besonders bewundernswert, da sich der Schuttkegel noch in Bewegung zu befinden scheint. Dies lässt sich auf den geringen Vegetationsbewuchs und die Hellfärbung der Steine zurückführen. An dieser Stelle tritt Wasser aus dem Hang aus. Darunter hat sich ein Gerinnebett mit gröberem und feinerem Geröll gebildet. Das lässt darauf schließen, dass zu manchen Zeiten eine enorme Menge an Wasser den Hang hinabläuft und so große Mengen an Geröll transportieren kann. Erst bei extremen Niederschlägen und Unwettern kommt es in Karstgebieten zu sturzbachartigen Abflüssen des Wassers, das Geröll und größeren Schutt mit sich nimmt. Normalerweise weist ein Karstgebiet kaum Oberflächenabfluss auf, da das Wasser sofort in den durchlässigen Boden infiltriert. Sobald es zu solch einem sturzbachartigen Auslauf kommt, besitzt das Wasser enorme Kräfte und kann die Hänge des Gerinnebettes stark erodieren. Hier sieht man schön, wie der Sturzbach die Seitenhänge abgetragen hat. An dieser Stelle sehen wir den Partnerursprung. Es handelt sich hierbei um einen Quelltopf, das bedeutet, das Wasser aus der Vadosenzone des Karstgebietes tritt hier aus. Das Einzugsgebiet dieses Quelltopfes erstreckt sich über das gesamte Zugspitzblatt. Bereits beim Quellaustritt hat die Partnach eine kleine Klamm in das Gestein gefressen. Weiter hinten breitet sie sich in ein großes Tal aus. Angrenzend sehen wir Schuttkegel und die Überbleibsel eines ehemaligen Bergsturzes. Anhand der Vegetationssukzession können wir erkennen, dass der Bergsturz bereits eine geraume Zeit her ist. Auf den Überbleibseln der Bergsturzmasse wachsen einige Sträucher roter Holunder. Hier haben wir einen schönen Blick auf das durch die Partnach gebildete Gries. Es handelt sich hierbei um eine ebene Fläche, die sich durch zeitweise hohe Abflüsse des Flusses gebildet hat.
Das durch Kalkauswaschungen türkis gefärbte Wasser der Patennacht lädt hervorragend zu einer Abkühlung ein. Das Wasser ist zudem auch trinkbar. An den gefestigteren Stellen des Patennachgrieses wächst Lavendelweide. Weiter flussabwärts finden sich Moore und kleine Wälder. Hier sehen wir einen der Bereiche des Patennachgrieses, in dem die Sukzession so weit vorangeschritten ist, dass ein gefestigter Wald entstehen konnte. An dieser Stelle sammelt sich zudem Feinsubstrat und bietet weiteren Pflanzen die Möglichkeit, dort zu wachsen. An diesem Gerinnelauf kann man gut die Eigenschaften des Karstgebietes erkennen. Das Wasser hat hier für Karstlandschaften typische Rinnenkarren in den Stein gefressen. Als letzte Etappe vom Abstieg von der Zugspitze passiert man die Patennachklamm. Über eine Länge von 700 Metern und bis zu 80 Metern Tiefe hat sich das Wasser der Patennach hier über Jahrtausende hinweg in das Gestein gegraben. Wie für eine Klamm typisch sind die Seitenhänge senkrecht und das Flussbett relativ schmal.